Das Handwerk verkörpert die besten Tugenden der sozialen Marktwirtschaft, einen Generationenvertrag, Loyalität zu den Mitarbeitern und zu einem Standort, oft genug Haftung durch die Handwerker, also hier die Meister, die auch Unternehmer sind. Das Handwerk braucht Rahmenbedingungen bei Energie, bei Bürokratie, bei der steuerlichen Belastung, die ihm Zukunft geben. Auf der anderen Seite brauchen wir aber auch Fachkräftenachwuchs. Da müssen unsere Berufsschulen besser werden, zum Beispiel indem die Bundesregierung eine Exzellenzinitiative für die Ausstattung der Berufsschulen startet. Das muss nicht nur und darf nicht nur auf die Hochschulen beschränkt sein. Ja, und nicht zuletzt, das Handwerk muss attraktiv sein für diejenigen, die zukünftig einmal als Meister selbstständig sein wollen. Wir haben eine große Zahl von Betrieben, die in die nächste Generation übertragen werden muss. Da muss es Menschen geben, die dieses unternehmerische Risiko gerne übernehmen. Und dafür müssen die Rahmenbedingungen eben attraktiv sein und die gesellschaftliche Anerkennung stimmen.